Hallo, ich bin Gerald, der Neuland-Lotse. Im Kanal geht es rund um die Themen Internet, Online und Unternehmen. Datenschutzgrundverordnung ist jetzt schon hier oft angesprochen worden. Ich habe letztes Mal gesagt, ich finde ganz gut, wenn es einzelne Lösungen geben würde. Den Blogger habe ich ja schon vorgestellt, Ritchie. Und ich will jetzt mal aus meinem Part auch was vorstellen. Und zwar geht es da um Filmemacher. Das kann jetzt hier sofort losgehen mit Datenschutzgrundverordnung für Filmemacher. Aber auf jeden Fall der Hinweis, schau das Video bis zum Ende, weil ich habe eben noch was ganz brandneues erfahren, was ich noch nicht wusste. Das habe ich jetzt hinten dran geschnitten. Also guck's zu Ende. Und erstmal jetzt die anderen Sachen. Ja, Videoleute, Videofirmen, Imagefilme, wie ich sie mache, oder YouTube-Kanäle mit Firmen etc. pp. Auch da ist die Datenschutzgrundverordnung ja relevant. Weil, also Punkt 1 ist natürlich der uns alle betrifft, die wir irgendwas mit online machen. Also sprich eine Webseite haben, um dann den Kunden unser Portfolio zu zeigen, unsere Filme zu zeigen. Oder aber wir haben einen Blog, um darüber zu reden, wie das geht. Auch da müssen wir halt das ganze Datenschutzgrundverordnungskonform machen. Da gibt es ja nur Tipps vor. Also einmal ist es halt so, alle Daten, die reinkommen, alle Daten, die rausgehen, müssen halt Verträge zu gemacht werden. Das heißt, wenn ich halt einen Provider was gebe, muss ich mit dem Vertrag machen. Wenn ich Newsletter rausgebe, muss ich mit dem Newsletter-Versender Vertrag machen. All diese Geschichte. Und speziell für die Filmemacher gibt es da noch einen Aspekt, da muss man ganz vorsichtig sein. Und zwar ist das so, ihr habt es im Fernsehen vielleicht schon häufiger gesehen, eigentlich gibt es jetzt eine wirkliche absolute Verpflichtung dazu. Oder sagen wir es anders, die gibt es jetzt schon. Aber ab dem 25.05. wird es auch für die Datenschutzgrundverordnung relevant, nämlich strafbar und damit vielleicht mal irgendwann mit dem Strafkatalog belegt, personalisierte Daten zu zeigen. Es geht nicht darum, die drin zu haben, aber wenn ihr dreht, wenn ihr Drehgenehmigung kriegt, ihr dreht irgendwo, dann Gesichter müsst ihr sowieso fragen. Ich meine, ich hoffe, das wisst ihr als Filmmacher, das ist ja Urheberrecht, hat ja jetzt damit eine Bild, Recht am persönlichen Bild, Urheberrecht hat jetzt mit Datenschutzgrundverordnung nichts zu tun, aber Autos fahren vorbei. Das ist Kennzeichen zu sehen. Beim TV, beim Fernsehen ist es mittlerweile absolut üblich, das zu anonymisieren. Blur drüber und fertig. Leute, macht es. Ihr müsst es machen. Sieht im Imagefilm natürlich komisch aus, oder aber ihr fragt den Chef, ob ihr sein Auto nehmen dürft und lasst euch das unterschreiben, dann ist das in Ordnung. Aber grundsätzlich müssten Kennzeichen unkenntlich, also Kennzeichen müssen unkenntlich gemacht werden nach der Datenschutzgrundverordnung. Und dann gibt es noch einen anderen Part, das ist auch ziemlich, ziemlich schwierig. Wenn ihr zum Beispiel Leute filmt, also man gibt ja dieses Gruppen, jeder Filmemacher weiß das, wenn ich da 5, 6, 7, 8 Leute als Gruppe habe, ist das in Ordnung, darf ich die auch filmen. Jetzt kommen aber Sonderdinge, wo Leute zum Beispiel an eine Stelle kommen, wo ihr filmt, wo diese Stelle wiedererkennbar ist und wo dann Personen zugeordnet werden können. Ich sage mal als Beispiel, die Arge. Ich habe die Arge, wo die Leute ihr Hartz IV abholen, wie auch immer. Habe ich da eine Gruppe von 20 Leuten. Entweder filme ich die 20 Leute oder ich filme das Schild Arge. Wenn ich beide sehen habe, ist das eigentlich nicht mehr datenschutzgrundkonform. Datenschutzgrundverordnungskonform. Ja, weil ich kann damit ja wissen, die Gesichter sehe ich. Das, als Gruppe ist das eigentlich egal, aber ich kann identifizieren, dass er vor der Arge stand. Ja, das ist also Standort, ne, sozusagen wie GPS beim Handy und dann die Person halt übers Bild. Ich glaube, da ist es dann auch mit der Rechten am eigenen Bild völlig egal. Da sind 5 Leute und wenn ich die alle 5 erkennen kann, dann weiß ich, aha, die haben mal vor der Arge gestanden. Das wäre schon schädigend, sehe ich mal so, nach Datenschutzgrundverordnung. Oder andere Sachen, ihr habt was, wo jemand, ihr dreht, wie wir das öfter machen, in Lebensmittelmärkten. Wir haben einen Kunden, für den wir die Wurst fabriziert, da gehen wir öfter mal in die Märkte rein. Da müsst ihr aufpassen, wenn da Namensschilder sind. Die Namensschilder, auch wenn die das unterschrieben haben, die dürfen nicht zu sehen sein. Weil dann ist ja nicht mehr anonymisiert das Bild. Also der ist da zwar drin, alle, die ihn kennen, kennen ihn. Aber wenn er ein Namensschild ist, dann kennen ihn ja auch alle, die ihn nicht kennen. Ne? Also, ey, hört sich blöd an, aber dann können ihn alle zuordnen. Darum geht's. Also ich weiß dann, das ist der Name, das ist das Gesicht und der ist in dem und dem Laden gefilmt worden. Und also auch bitte da, wenn Namensschilder sind, nach Datenschutzgrundverordnung, Blur drüber, unkenntlich mal vorher abnehmen lassen, whatever. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich als Filmemacher nicht mehr nur um die Gruppenregelungen, über die Horizontregelungen und solche Geschichten, die es da alle gibt, kümmern. Also wir müssen uns nicht mehr nur da, haben wir sicheres Material, haben wir sichere Drehgenehmigungen, sondern wir müssen auch jedes Mal gucken, kann es irgendeine Zuordnung zu den Personen geben? Und dann müsst ihr das bitte löschen, unkenntlich machen oder gar nicht erst aufnehmen. So, ich hatte am Anfang ja schon gesagt, es kommt noch was Neues, was ich eben erst gewahr geworden bin. Und zwar der Aspekt Drohne.
Copter. Die Dinger speichern ja auch Daten. Und wenn du jetzt zum Beispiel in der App das so eingestellt hast, dass die App mit der DJI-Drohne beispielsweise synchronisiert, dann werden dann, immer dann, wenn du in WLAN-Netz kommst oder dein Handyzugang hat, werden all deine Daten werden zu DJI übertragen. Und da müsste es ja im Grunde genommen auch einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag haben, was wahrscheinlich keiner hat. Also grundsätzlich entweder abschalten oder sich halt darum kümmern, wie man datenschutzrechtskonform damit umgeht. Auf jeden Fall, in jedem Fall, wenn du die Drohne verkaufst, wenn du sie verschenkst, wenn du sie wegschmeißt, was auch immer, sorg dafür, dass alle Daten komplett gelöscht sind, dass alle Flugdaten komplett raus sind. Wie das geht, da gibt es einen Link zu, den ist ziemlich lang, ich habe den mal wieder gekürzt. Den findest du unter www.geoweb.de Copter Dashu. Also so wie Copter mit C und Dashu wie Datenschutz. www.geoweb.de Copter Dashu. Da findest du halt den Link mit den Hinweisen, wie du deine Drohne ganz sauber machst und völlig befreist von sämtlichen Flugdaten, die das Ding gespeichert hat. Ja, das war's jetzt. Und das bringe ich auch alles nur deshalb hier in der Datenschutzgrundverordnung, weil es geht künftig hier doch ein bisschen mehr auch um Video. Das ist ja ein ganz heißes Thema von mir oder beziehungsweise auch ein ganz geliebtes Thema von mir, weil ich im Video auch sehr stark involviert bin. Ich weiß nicht, was an Datenschutzgrundverordnung noch anliegt, aber Video kommt hier definitiv in Kürze. Also bis dahin, bis bald, vielen Dank. Wenn du magst, teilen, liken, wo immer zu Lust hast. Bis bald. Ciao.